Tag auch ihr Nase und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind ja bei der Wahrsagerin. Mal kicken. Warum nicht? Welches Schicksal erwartet mich? Ich sehe eine Maid in einem roten Kleid, mit hellem Haar und markanten Zügen. Ich sehe funkelnde Augen und höre Gelächter. Ich sehe die große Liebe, die selbst den Tod überdauert. Und ich sehe sogar ihren Namen. Sie heißt Eliska. Glaube ich nicht. Nun, du weißt, wie man Märchen erzählt, aber dafür bezahle ich dich nicht. Verflucht, ich hätte das vorhersehen müssen. Mhm. Du solltest hin und wieder deine eigene Hand lesen. Möge Gott über dich wachen. Gut. Ja, pff. Ein Schreiber. Ich kann dir uns noch was beibringen. Ich glaube, ich kriege gleich Stunk, wenn ich hier weiter rumrenne. Aber wir gönnen uns mal. Guten Tag, wie kann ich helfen? Was hatten wir zum Handeln? Da bin ich ja mal neugierig. Ein neues Lesebuch. Allerdings, oh, mein Zaster ist mittlerweile eher... nicht mehr so gut, sag ich mal. Nee, muss ich ein bisschen sparen. Kaufen uns da erstmal bei dem nix. Ich habe einen Hintereingang benutzt gehabt. Okay. Salz! Vermischt mit den blutigen Tränen! Ah, warte mal. Vielleicht hat er ja noch einen oder anderen Heiltrank. Haben wir dann gar nicht geguckt, was der zum Handeln so hat. Glück und Gesundheit. Genau, das ist ein Handeln. Alles Gute. Wie gesagt, den Silberring will ich für Theresa aufheben. Die Räucherwurst muss weg, die schlecht. Vielleicht kann er die noch für irgendwelche Rituale benutzen. Wie viel Gold hatten die eigentlich? 400 noch was, okay. Und wir sind jetzt bei 141. Alles gut. Hat den Glaskelch noch? Den Leinen brauchen wir auch nicht. Der kann weg, der kann weg. Und die Wolle. Dann gucken wir mal, was er so hat. Was? Nein, halt. Ja, der hat nichts Fertiges, ne? Na ja, gut. Den werden wir mal feilschen. Da muss noch ein bisschen mehr bei rumkommen. Lässt sich was am Preis machen? Du her, warum nicht? Für Augen und Magen. Besseres Fleisch als dieses werdet ihr nirgendwo finden. All eure Leiden lindern. Sind wir uns einig? So kriegst du mich nicht rum. Ich will die gar nicht rumkriegen. Wenn ich ehrlich bin. Ist das genug? Salami, Würstel, darauf würde ich fast... Naja, fast. Euch wird garantiert das Wasser im Munde. Naja, kriegen wir halt 200. Na gut, ein... So, wieder ein bisschen flüssig. Das ist prima. Übrigens, ich hab was vergessen. Und zwar, wir sind in der Hauptstufe aufgestiegen. Das letzte Mal... Kann ich da irgendwas bekommen? Nö.
Irgendwo habe ich doch irgendwas, wo ich was machen kann. Wäre natürlich auch praktisch. Wo kann ich da den Punkt einsetzen, verdammte Axt? Nirgendwo. Was soll das? Ja, okay. Drauf gekackt. Was wollen wir machen? Ich überlege gerade. Ich könnte mal zur Kneipe gehen und gucken, ob ich dem Spieler das abluchsen kann. Vielleicht kriegen wir es auch unter anderen Umständen. Das ist, glaube ich, ein Schneider. Nee, ein Krämer. Zu dem können wir mal noch reinschauen, wenn der noch offen hat. Hat er. Schönen guten Tag. Gelobt sei Jesus Christus. Lebe wohl. Ich verstehe den Witz gerade nicht. Alles Gute. Jetzt, es hat nämlich gerade gehakt. Brauchen wir nichts von? Auch nicht. Mal schauen. Ringelblumenaufguss, jawohl. Schon gelesen, ja. Der hat wenigstens alles da. Gut. Falschen, selbstverständlich. Da holen wir noch ein bisschen raus. Über den Preis sprechen. Warum nicht? Warum nicht? So sieht's aus. Ist mir zu teuer. Ich will so auf 200 kommen. Weil du es bist. Ein schlechtes Angebot. Ja, versuchen wir. Wie wär's damit? Nur ein wenig mehr. Gut. Passt. In Ordnung. Sehr schön. Haben wir im Prinzip einen Trank fast umsonst bekommen. Sehr gut, sehr gut. Dann mal ab zur Schenke. Bin ich da jetzt schon dran vorbeigelatscht oder was? Hä? Moment, ich werfe mal einen Blick auf die Karte. Ja gut, da vorne ist noch eine Schenke und... An der hier bin ich schon vorbeigelatscht, ja. War ich zu flott. Hä? Hä? Ach, die ist da oben. Jo. Burger. Beste Grüße. Du bist sicher der Glückspilz, von dem alle reden. Ja, das Glück ist mir in letzter Zeit hold. Aber das kann sich schneller ändern, als man denkt.
Die Leute sagen, du hättest einen Glücksbringer. Ist das verboten? Nein, keineswegs. Ich finde es nur interessant. Warum? Wir sind um einiges stärker. Gib mir die Katzenpfote. Oder was? Aufs Maul. Oder ich breche dir ein paar Knochen. Glaub mir lieber. Geh und brüll jemand anders. Ach, Scheiße. An, du räudiger Köter. Möge Gott über dich Mist. Versuchen wir es mal auf die Sanfte. Wegen deines Glücks. Scheiße. Was ist damit? Ja, versuchen wir es auf die Sanfte. Du willst meine Katzenpfote kaufen? Du machst Witze. Nein, ich will sie kaufen. Wie viel willst du dafür? Weil du es bist. Das ist zu wenig. Oh, der ist schon ganz schön angefressen. Ah, ich versuch's trotzdem noch. Sowas. Da hat sie mir noch mehr Glück gebracht, als ich dachte. Okay, wir haben sie. Gott behüt dich. Toll. Bringt das Ding irgendwas? Das würde mich jetzt mal interessieren. Unter was läuft die eigentlich? Questgegenstand. Zeigt gar nichts an. Aber ich könnte ja mal ins Questlog gucken. Die machen wir mal aus. Wo ist denn die? Die mache ich auch erstmal noch aus. Ach, das ist das. Gut. Haben wir auf jeden Fall schon mal einen Teil Erfolg. Schäfer, Schäfer, Katzenpfote. Also, wegen all der Dinge, die du von mir... Ich mache mich dann... Ausgezeichnet! Ich habe mich auf die Suche gemacht. Wunderbar! Na. Wild oder Schwein! Eine Katzenpfote, bitte sehr. Sehr schön. Hoffen wir, sie bringt uns ebenfalls Glück. Das ist vorerst alles. Alles Gute. Dann sehen wir uns natürlich nach den anderen Sachen mal um. Da ist die Kirche. Also, ich tippe mal drauf, dass das eine Kirche ist. Mal sehen, wie ich reinkomme. Ganz gut ummauert das Ding. Was ist denn da der Eingang? Hallo? Nein, du solltest drüber hupfen. Geh doch. Pebbles wollte ich jetzt nicht haben. Hallo? Wäre ich in die andere Richtung gegangen, wäre ich schneller drin gewesen. Na gut. Ich quatsch ihn mal an, vielleicht. Nein, nicht stehlen, um Gottes Willen reden. Oder hat er ein Schweigegelübnis? Gelübde. Wie privater Bereich. Verschwinde auf der Stelle, oder ich werb. Hier können wir nicht aufmachen? Schlecht. Muss ich vielleicht des Nächtens rein oder so? Ich guck mal, vielleicht gibt es da ja noch eine Leiter oder sowas. Egal, nichts dafür, dass die nie mit mir reden. Da oben, ist das überhaupt die Kirche, worum es geht? Huhuhu. Nein! Ah. Sehr gut.
steht da jetzt nicht direkt einer vor meiner Nase. Sehr schön. Wir sind schon mal höher. Wie praktisch. Oh, sehr schwer. Aber sind wir trotzdem nicht da, wo ich hin wollte. Ich glaube, ich guck doch mal in Questlog noch rein. Ach, da ist es. Die Kirche ist gemeint. Jetzt sehe ich's. Okay. Fetzen wir hier mal durch die Pampa. Da auch. Die haben ja hässliche Pferde. Das Auftraggeber ist ja auch noch. Oh, gibt wieder viel, viel zu tun hier. So ein Aktivitätengeber. Sagen wir es mal so. Gucken wir doch mal. Ist ja nicht so, dass ich neugierig bin, aber wissen will ich's. Der Fleischer? Ja. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Brauchst du eine helfende Hand, Fleischermeister? Er ist irgendwie stumm. Ich verstehe. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Nein, das habe ich gar nicht gemeint. Rind und Schwein kriege ich zuhauf, aber die Bürgerlichen haben gehobene Gelüste. Ich will dir ja nicht den Brei verderben, aber Wild wächst nicht auf Bäumen. Na gut. Na schön. Wir können es ja auch kaufen. Also so ist es ja nicht. Und wenn mir was vor die Füße fällt, bringe ich es zu dir. Gott über dich wachen. Hatte die einen Gesichtsausdruck, meine Fresse. Ist auch noch eine Aktivität, die hole ich mir und dann werden wir die mal im nächsten Part alle nacheinander abklappern. Ah, das ist wohl der Schmied. Jo. Mal sehen, was der will. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Hast du zufällig Arbeit? Tja, wenn ich so drüber nachdenke, es gäbe da eine Sache. Kürzlich kam so ein heiliger Mann vorbei. Er hat behauptet, er käme aus dem Heiligen Land und hat Relikte verkauft, die er auf seinen Reisen gesammelt hat. Verstehe. Jedenfalls habe ich gehört, er hätte Bruchstücke eines Schwertes, das einst der berühmten tschechischen Königin von Saba gehört hat. Aber als er bei mir ankam, war kein einziges mehr übrig. Er hatte nur noch zwielichtige Waren, wie Splitter vom Kreuze Jesu, Dornen seiner Krone. Nichts, was mich interessiert. Und wer hat die Bruchstücke des Schwertes nun? Er hat sie an die Schmiede in der Gegend verkauft. Sie haben sie bloß zu Hause rumliegen als Glücksbringer. Wenn ich alle hätte, würde ich das Schwert zusammensetzen. Kannst du dir vorstellen, welche Macht es hätte? Wenn du mir alle Teile besorgen kannst, werde ich dich reich belohnen. Das hört sich doch interessant an. Sicher, dass die Königin von Saba Tschechin war? Was soll sie sonst gewesen sein? Sagt dir der Name nichts? Frag einen Pfarrer, sie kommt in der Bibel vor. Aha. Klingt ja überzeugt, unser Heinrich. Welche Macht wohnte dem Schwert inne? Na, welche wohl? Das Schwert brachte seinem Träger Glück und schützte ihn in der Schlacht.
Wo sind die Bruchstücke? Wie gesagt, die Schmiede hier haben sie gekauft. Angeblich hat der Schmied aus Ratai das Größte. Der Bastard wird es vielleicht nicht verkaufen wollen. Aber wenn du es stibitzen könntest... So ein Schwert könnte ich gebrauchen. Verkaufst du es dann? Tja, das wird dich was kosten. An die Bruchstücke zu kommen ist eine Sache, aber sie zusammenzusetzen eine ganz andere. Der Pfuscher aus Ratai brächte das nicht fertig. Okay, ich beschaffe ihm die Dinger. Klingt interessant. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ausgezeichnet. Du wirst es nicht bereuen. Ich zahle gut. Mach's gut. Okay. Speichert recht häufig, immer nach jedem Gespräch. Okidoki. Dann mal ab Richtung Kloster. Und da werden wir uns dann im nächsten Part allerdings erst halt mal eben mit der Scharlatan-Quest noch weiter befassen. Und ich sag aber Dankeschön an dieser Stelle. Dank euch, dass ihr zugesehen habt und freue mich auf euch, wenn es das nächste Mal wieder heißt Kingdom Come Deliverance, Leute. Ciao.